Heute zeige ich Ihnen, wie man ganz einfach mit Visual Basic eine Sprachausgabe programmiert, also um Texte aus jedem Steuerelement oder wie hier zum Beispiel aus der Richttextbox vorlisten zu lassen. Zunächst müssen Sie im Verweis die Microsoft Speech Object Bibliothek ins Programm nehmen, sehen Sie im Video wie es geht, dann diese auf dem Blatt initialisieren und den Code schreiben. Den einfachen Code sehen Sie auch im Video. Und hier nun, wie es dann klingt.